Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt Villingen-Schwenningen, einen guten Abend heute am 18. März 2020. Ich richte die heutigen Worte an Sie im Blick auf die ernste Situation, die wir innerhalb unserer Stadt haben. In aller Munde der Coronavirus, und er ist bei uns angekommen. Wir haben Stand 14 Uhr 29 bestätigte Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis und 15 allein in Villingen-Schwenningen. Dazu kommen etliche Quarantänefälle, also freiwillige Quarantäne oder behördliche Quarantäne. Und das bedeutet ganz klar, dass wir das Ziel haben müssen, diese Infektion, diesen Virus aufzuhalten. Und dazu hat die Landesregierung heute Nacht eine Rechtsverordnung erlassen mit vielen Seiten. Und wer das genau nachlesen möchte, der wird auf unserer Homepage fündig und kann das in Ruhe machen. Wir werden viele Einschränkungen erdulden müssen in unserer Solidargemeinschaft. Dazu gehört, dass alle Versammlungen untersagt sind und auch das Nutzen von unseren Spielplätzen und von den Sportstätten untersagt wird. Wir werden trotzdem spazieren gehen können und selbstverständlich können Sie mit dem Hund Gassi gehen. Das ist völlig, ist weiterhin gut möglich. Meine Damen und Herren, Kindergarten und Schulen sind geschlossen, Kinos sind geschlossen, Shisha-Bars sind geschlossen, Diskotheken, Bars, Kneipen, all das ist geschlossen. Unsere Restaurants sind mit starken Einschränkungen versehen worden. Wir sollen zwischen 6 und 18 Uhr nur noch dort essen gehen. Darüber hinaus gibt es keine Versorgung mehr in diesen Restaurants. Meine Damen und Herren, es gibt unzählige Details, gerade zum Schließen des Einzelhandels, die zu klären sind. Und wir stehen mit dem gesamten Team unserer Stadtverwaltung Ihnen zur Verfügung, um Fragen zu klären. Aber Beschimpfungen sind unnötig, weil unsere Aufgabe ist es nicht zu interpretieren, unsere Aufgabe ist es allein durchzusetzen und Sie zu beraten bei der Klärung verschiedener Problemfelder. Meine Damen und Herren, die Grundversorgung in Villingen-Schwenningen war, ist und wird gesichert sein. Lebensmittel gibt es weiterhin. Hamsterkäufe völlig unnötig. Und ich betone es nochmals, völlig unnötig und, das gestatten Sie mir, unsolidarisch. Meine Damen und Herren, seien Sie solidarisch zu Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und sorgen Sie dafür, dass wir in der Stadt Villingen-Schwenningen weiterhin so gut und respektvoll miteinander umgehen. Die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt hier treffen, dienen dazu, dieses Virus einzudämmen. Und Sie schützen ja nicht nur sich selbst, sondern vor allem schützen Sie durch das Verhalten und die Einschränkungen die anderen, die Schwächeren. Meine Damen und Herren, von Herzen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank für Ihre Geduld.